Herzlich willkommen nochmal hier aus dem hessischen Alsfeld. Schon ziemlich dunkel geworden, von einer halben Stunde ist die Sonne untergegangen. Aber kann man trotzdem auch hier mal kurz hinschalten hier. Ich hoffe, euch geht's gut und mir geht's sehr gut hier. Es ist sehr kreativ hier. Ich finde, hier ist eine gute Luft und ich habe einen sehr schönen Schreibtisch hier mit dem Blick ins Grüne. Und den kriegt ihr jetzt nochmal von unten hier zum Sonnenuntergang. Ich denke, viele werden ja in Deutschland jetzt die Erfahrung machen, dass Deutschland ganz schön ist. Ne? Stellt man ja dann doch fest, wo man immer früher in die Domrep und wo nicht alles und an die Antarktis und in den Südpazifik ist man ja heute mehr in Deutschland unterwegs und kann man ja auch nicht meckern. So, ne? Kann man hier, hinten steht so ein Wohnmobil, guck mal, wie schön das da ist. Da, ne? Und man spricht den ganzen Tag mit Leuten, die einem erzählen, wie schön es doch in Deutschland ist. Genau, so dunkel. Vor einer halben Stunde ist die Sonne untergegangen hier. Und jetzt sehen wir sie noch hier. Hier, guck mal, hier schön. Deutscher Gasthof hier. Ne? Ganz schön. Gepflegte Küche, gepflegte Getränke, alles nett. Nein, ich werde nicht sesshaft in Alsfeld. Ich muss mir Hohmarsiel angucken an der Nordsee. Das gefällt mir ganz gut. Aber guck mal, das sieht doch hier sehr idyllisch aus. Hier ist alles gehegt und gepflegt. Und da wollen doch viele Menschen hinkommen hier und sich das alles mal anschauen hier. Ne? Und hier im hessischen Alsfeld geht die Sonne jetzt so richtig unter. Guten Abend, Stimmchen, allen anderen ein liebes Hallo aus Lippstadt, Gerti. Herzlich willkommen. Peggy sagt Hello again, World. Ups, Frank Engels zusammen und beste Grüße aus der Bar. Attico, gleich Live-Mucke. Frank, das ist super. Freut sich Attico. Ludger Remmel, guten Abend. Peggy, ich werde nicht sesshaft. Hans Uwe von der Ostsee. Johann Kippes, guten Abend zusammen. Rita Kraft in Monschau, guten Abend zusammen. Beate Grubinski, guten Abend zusammen. Der Edwin grüßt alle liebe Leute. Ich glaube, so, jetzt gehen wir hier wieder runter. Also, was gibt's für euch zu essen? Habt ihr schon gegessen? Diese deutschen Gasthöfe, die sind ja. Die sind ja, ich finde die ja herzallerliebst, wenn man so aus dem Ausland kommt. Woher auch immer, wenn ich früher von Reisen kam und dann irgendwo noch dann in so einem deutschen Gasthof in der kleineren Stadt war, sei es in Bayern oder in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen, ist da immer schön so, oder? Also, schon schön. So, guck mal hier, der deutsche Wald ist sowieso schön. Übrigens, Trauerweide, die war jetzt zu dunkel, die ist da hinten irgendwo. Ach, guck mal, da sehen wir was. Da werden wir noch was zu machen. Ah, Hans-Uwe ist wieder an der Nordsee. Guck mal, das sieht auch schön aus da. Trauerweide war vor allen Dingen der Christian Kotsiras, der ist nicht da. Der hat da mal recherchiert. Die Trauerweide ist nämlich gar nicht so ein trauriger Baum. Im Gegenteil, sie ist ein magischer Baum. Und sie ist mitverantwortlich für unsere Gesundheit auch, wenn man das richtig angeht. Insofern werden wir die Trauerweide in Zukunft ein bisschen nach vorne bringen. Und werden den schlechten Ruf der Trauerweide wegmachen, den hat die Peggy hier auch mit reingebracht. Letztlich so traurig hängen. Das ist gar nicht so. Wenn man, könnt ihr mal lesen, hat ja Christian auch schon gepostet. Vegetarische Pizza bei Ludger Remmel, das ist gut. Und hier in Alsfeld gibt es nichts. Doch, es gibt ein bisschen was Vegetarisches, aber ansonsten ist das hier noch eine fleischige Karte. Apropos Fleisch, ich bin da mittlerweile sehr firm, was das Pflanzenfleisch angeht, da werden wir in Zukunft ein paar Dinge probieren. Die schmecken angeblich mittlerweile genauso für Fleisch. Ja, 22 Uhr, wir gehen jetzt weg von der Zeit hier, keine Sorge. Das wird jetzt eine der letzten Male sein, dann gehen wir auf 22 Uhr, auf jeden Fall versprochen, Peggy. Und ich will auch gar nicht so lange machen hier, denn ich habe da noch einen geselligen Tisch. Da gehe ich jetzt auch wieder hin. Ich grüße euch hier ganz herzlich. Und bei Gerti gab es Kartoffelsalat à la Gerti mit Käsebratwurst. Lecker. Typisch deutsch auch. Das kann nur deutsche. Kartoffelsalat können sowieso nur Deutsche. Wisst ihr das? Ja, so ist das. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Komm, wir gucken mal hier den beleuchteten Wald an. Das hat mich doch hier. Hier, guck mal. Eieiei. Also, auf den Kartoffelsalat à la Gerti mit Käse und Bratwurst. Ich grüße euch ganz herzlich hier aus. Gleich holt dich der Mumu. Genau, sehr dunkel hier. Gleich kommt noch die Hexe aus dem Hexenhäuschen her. Ihr Lieben, macht's gut. Wir sehen uns, hören uns morgen. Und dann hier morgen letzter Tag in Alsfeld, Hessen. Hessische Wälder hier.
gucken, was hier spukt heute Nacht noch. Ihr Lieben, wo immer ihr auch seid, von der Nordsee bis nach Berchtesgaden und Australien wird auch gleich irgendwann wach werden, ne? Gleich nicht, es dauert noch ein bisschen. Wünschen wir euch alles Liebe und genießt den Samstagabend heute. Der Sommer soll ja verschwinden, der ist ganz traurig. Ihr Lieben, macht's gut, aber der Herbst wird auch schön. Also, bis denn. Tschö mit Öl.